Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ja, wir werden uns erstmal wieder um die 6 Feldräuber hier kümmern. Wieder ein bisschen EP farmen. Und wenn wir das geschafft haben sollten, dann geht's weiter Richtung Söldnerlager. Ja, ich wollte mal sagen, mach doch mal Crit. So, dann können wir gleich den nächsten nehmen. Hallo? Na, weg mit dich. Jetzt ist er eingeklemmt. Jetzt habe ich ihn. Ah, er geht in die Ecke. Wir haben aber doch ordentlich kassiert. Was ich nicht gedacht hätte. Ich glaube, das ist der Weg. Ins Nichts? Soll es denn hier hingehen? Hallo? Es sieht auch komisch aus hier, der Felsen. Komme ich hier einfach durch? Nö. Bin gerade verwirrt. Eigentlich kenne ich das Spiel schon ein bisschen, aber das ist irgendwie gerade für mich selber ein bisschen ungewöhnlich. Mal ein bisschen rankommen lassen. Der war doch schon deutlich besser, der Kampf. So. Dann komm mal her. So, kurz Abstand. Oh, zack. Warten, bis er angreift. Oh, oh, rückwärts, 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 rückwärts. So, dann mal kurz hochheilen. Ja, ich nehme jetzt mal die Heilkräuter dazu. Habe ich jetzt auch schon vor der Folge quasi gemacht, oder vor der Aufnahme. Dass ich mich schnell mit Heilkräutern hochgeheilt habe. Bringt 20 Leben. Sind zwar auch relativ selten, aber ich glaube, Alchemie werden wir so schnell eh noch nicht machen. Von daher können wir die auch noch locker benutzen. So, und den letzten Feldräuber noch. Sehr schön, gleich mal 2 Crit hintereinander. Und noch einen dritten Crit zum Schluss. Sehr schön. Alles klar. So, haben wir hier noch irgendwelche Feldräuber? Nö, sieht gut aus. Dann Greg, den kennen wir. Dem müssen wir nur die Sachen besorgen. Das machen wir aber so nach und nach mal. Der ist auch nur ein futternder Typ. Und da haben wir gleich den nächsten Typen. Ah ja, wir werden uns erstmal hochheilen wieder. Mal kurz noch die letzten Fleisch nehmen. Und dann nehmen wir uns hier noch ein bisschen Heilpflänzchen. Auf eine gesunde Ernährung achten. Ne? Immer abwechselnd Fleisch. Ein bisschen Pflanzen. Gemüse. Hallo, wer bist du? Fester. Ja, hau mal zu. Und zwar. Fester. Moin. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Okay. Auf welchen? Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand unschön. Der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Ich denke nicht. Ja, das, die letzte Antwort wird auf jeden Fall die sein, die ich nehmen muss. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Hä? Achso, da rechts, okay. Ja, dann lass uns mal gemeinsam angreifen. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Na, weil ich mitmachen will. Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen, was du drauf hast. Na gut, lass uns die Viecher gemeinsam angreifen. Gut, dann los geht's. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Ja. Du könntest nochmal zum Hof gehen. Quatsch mich nicht voll, ich will jetzt rein. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ja, nichts. So, wo sind denn die Viecher? Ich glaube, ich sollte mal zumindest eins versuchen zu töten. Ich gehe mal hier aus dem Weg. Hey! Ein Mistvieh weniger. Ja, immerhin eins. Bringt mir alles EP. Scheiße, das war nicht meiner. Ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass er mir von hinten den Pfeil in den Rücken jagt.
Och, Mann, der ist aber auch gut. Das war's jetzt? Wegen drei Feldräubern? Machst du so einen Aufriss? Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Ja. Alter, wegen drei Feldräubern macht er einen Aufstand da draußen. Und macht sie erstmal warm. Zumal er nur mit dem Bogen geschossen hat. So, rostige Axt. Was ist da? Ein Trunk. Sehr schön. Gold, Gold, Gold. Gold muss ich eigentlich nicht aufsammeln. Gold habe ich mehr als genug momentan. Ich mach's trotzdem. Einfach weil ich so eine geldgeile Hure bin. Alter, wie viel Gold liegt denn hier noch rum? So, ich hoffe, das war's jetzt. Da war noch irgendwas? Achso, ein Feldräuber. Gut. Dann. Was? Schwere Axt? Rostige Axt. Gold unter dem toten Kadaver. Noch mehr Gold. So, das war noch ein was? Rostiges Schwert. Mich wundert es ein wenig. Also wenn er sagt, dass die ganzen Bauern hierhin verschleppt wurden, warum die dann immer noch ihre Waffen dabei haben? Also ich sag mal, so ein toter Körper wird ja wohl schlechte Waffen noch mit sich rumschleppen. Das ist ein wenig unrealistisch. Aber egal. Ich stelle nur fest. Gut, wo ist er denn? Der will mich verarschen. Hallo, können wir bitte zu Ende erstmal reden, Fester? Hallo. Warte mal. Warte mal. Ja. Was ist mit unserer Abmachung? Tja, ich könnte dir schon helfen, bei uns aufgenommen zu werden. Aber ich werde es nicht tun. Und warum nicht? Wenn ich allen erzähle, dass du mir geholfen hast, brummen sie mir eine neue Aufgabe auf. Du verstehst doch, dass ich darauf keine Lust habe, oder? Tja, Pech gehabt, Junge. Du findest bestimmt einen anderen, der dir hilft. Gut, dann gibt's aufs Maul. Kurz mal speichern. Und dann hauen wir ihm aufs Maul. Warte mal. Warte mal. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. So, die gleiche Taktik wie bei dem ersten Vogel. Und das mal wieder den Rhythmus rausfinden. Zwischen Blocken und Schlagen. Aber Fester sollte eigentlich kein Problem darstellen. So, jetzt machen wir einen Crit-Treffer, damit er auf dem Boden liegt. Zack. Ja, wie gesagt, die ersten sind halt immer noch relativ einfach. Weil die keine Kombinationen schlagen können. So, Bogen, Pfeile, Fleisch, Wacholder, Butler, Fleisch und, naja, gut. 12 Goldmünzen. Die waren einfach mal so on top. Was ist das denn für ein Türmchen eigentlich? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Fester! Oh Mann, mein Kopf. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Na, immer noch, dass ich aufgenommen werde. Ich Achso, denke, nein. Du bist mal wieder reif. Was zum Teufel? Ich wollte dich einfach mal wieder am Dreck. Oh. Ja, der haut mir gleich aufs Maul. Hallo? Zieh deine verdammte Waffe jetzt endlich. Ach man, ich wollte eigentlich nur die Abmachung haben, dass er mir jetzt auch. Dass er für mich stimmt. Ach. Ich heile mich jetzt nicht hoch. Ich werde ihm einfach einen Dreck liegen lassen. Ich werde irgendwo schlafen gehen, wenn ich gleich im auf Unas Hof bin. So, sehr schön. Kurz speichern. Denn jetzt müssen wir hoffentlich ein wenig Tribut zahlen. Aber hoffentlich nicht so viel. So, sein Tänzer ist aber. Der Antänzer. Wo willst du hin? Der Antänzer, hallo. Wollen wir gleich mal patzig sein? Obwohl, der sieht schon ein bisschen besser aus. Den werden wir nicht so schnell platt machen. Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Oh nein. Ich will bloß nicht zu viel Gold jetzt verlieren. Also 50 Gold wären okay, aber jetzt nicht alle 1400. Ah, komm los. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold.
Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Genau. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Aber wie gesagt, 50 Gold finde ich okay. Und wie läuft's? Sag mal, ist das dein Gesicht oder dein Hintern da vorne? Dein Kopf wahrscheinlich. Ja, stimmt der für mich? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Naja. Wirst du mir deine Stimme geben? Aber warum denn nicht? 50 Goldstücke sind doch ein fairer Preis für eine Stimme, denkst du nicht? Sehr gut. Den haben wir schon mal auf unserer Seite. Und früher oder später werden wir uns auch das Gold wieder zurückholen. Dann kriegt er nämlich aufs Maul. Illuminati Manati, hallo. Was geht bei dir? Schön, dass du hier bist. Ich werde mich da nicht. Ja, ewig her, wa? Dieses Spiel. Achso, für die Leute auf YouTube, nicht wundern. Ich streame gerade auf Twitch. Das habe ich früher auch immer gesagt. Nicht, dass ich. So, Raoul. Wie spät ist der denn überhaupt? 1933. Das interessiert mich nicht. Der ist gerannt, also. Da können wir uns noch einmal. Ist das wirklich wahr? Ja, können wir uns noch mal ein paar Leute unterhalten. Raoul. Was willst du? Das höre ich zum ersten Mal. Die Dialoge sind wirklich. Waren auch in Gothic 1 schon geil, aber in Gothic 2 finde ich sie fast sogar noch besser. Ich könnte mir so etwas nicht. Ich hab mir das echt manche Gassenhauer dabei, wo du einfach dich nur wegschmeißt. Ja, ich will mich Lee anschließen. Hallo, ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Davon lasse ich lieber die Finger. Ach, wer war denn Silvio nochmal? Silvio? Ach, das war, glaube ich, der verrückte Typ da in der Kneipe. Also im Hintergrund müsste die Kneipe sein. Da, wo der. Ja, der Holzsäger da ist. Der ist gerannt, als ob Billa selbst. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taugst. Ja, Raoul, du kriegst auch noch aufs Maul. Ist das wirklich? Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. ewig so weitergehen. Allerdings erst nachher. Dazu muss ich erstmal stärker werden. Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Jo, Silvio, meiden, alles klar. Raoul. Also dem hauen wir auch noch aufs Maul. Muss man mal. Dann hätten wir schon hinten Basta haben wir gebastet. Feste haben wir gefistet. Ich glaube nicht, dass ich da. Sind schon mal zwei. Der Typ hier, der Antänzer da unten, da sind wir schon bei drei Typen, die für uns stimmen. Ich habe mir das schon gedacht. Achso, Illuminati. Ich will mich tatsächlich jetzt hier den Söldnern anschließen. Bei den Milizen habe ich schon sämtliche Missionen gemacht oder Aufträge. Ich finde die Milizen aber einfach kacke, weil die einfach nichts machen. Also das ist einfach nur ein faules Pack. Und deswegen werde ich zu denen hier gehen. Zu den Verrückten. Und weil es auch ja einfach besser ist für die Fähigkeit, die ich lernen will. Also Einhandkampf bzw. Zweihand. Und bei den Milizen ja, gibt es nicht so die richtigen Ausbilder dafür. Ich glaube besonders für Zweihandkampf gibt es bei den Milizen gar keinen mehr, der einem das beibringen kann. Deswegen wird es hier der Söldnerhof sein. Bzw. der Onershof mit den Söldnern. So, Jona, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögeln. Das ganze Gesinde, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Ja, alles Typen, die mit uns mal in der Kolonie saßen. Wie sieht's aus? Die Kerle. Ja, quatsch nicht. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Sie? Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern.
Ich muss mir echt mal eine Karte besorgen. Ich habe die Karte nicht mehr so ganz vor Augen. Ja, danke, Gunnar. Wer ist sie denn da drüben? Hallo, Markt. Heißt sie so? Nee, sie ist einer. Verdammt, was ist los? Verdammt, was ist los? Beschwert ihr euch denn jetzt hier gerade durch die... dieses kleine Haus hier renne? Leg dich doch hin, Hodges. Leg dich hin. Leg dich hin. Kann ich mit dem jetzt quatschen? Hallo, ich bin neu hier. Hi. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Moin Hector erstmal. Zum ersten Mal. Also ich hab's schon mal gespielt. Durchgespielt habe ich's. Doch, ich hab's sogar schon einmal durchgespielt, glaube ich. Es ist allerdings schon wieder so lange her, dass ich mir vorkomme, wie als wenn ich das erste Mal spiele. Also an einige Sachen kann ich mich echt nicht mehr erinnern. So grobe Dinge, die weiß ich noch, aber. Ja. Zum Beispiel auch mit den Söldnern, da weiß ich gar nicht mehr, wie ich hier zurechtkomme. Denn beim ersten Mal habe ich mich, glaube ich, den Milizen angeschlossen. Weil ich es einfach noch nicht wusste und gleich das Erstbeste genommen habe. Und ja, jetzt mit den Söldnern versuche ich es halt zum ersten Mal. Weil, wie gesagt, die Milizen finde ich kacke. Jetzt im Nachhinein betrachtet. Und von daher versuchen wir es mal mit der Söldnerfraktion. Und Illuminati, ja, Magier habe ich auch nicht probiert, werde ich auch nicht machen. Ich finde, das Kloster ist überhaupt gar nicht meins. Ich habe noch nie als Magier gespielt, wahrscheinlich sollte ich mal versuchen, aber es ist mir einfach zu anstrengend. Und das Kloster ist sowieso ein ganz stranger Ort, wenn ich mal ehrlich sein soll, was da für verrückte Typen rumlaufen. Aber ich glaube, die werden wir früher oder später auch nochmal sehen. Temper und vielen Dank für den Follow. Willkommen. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Doch, bei mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Im Haus mit der Schmiede davor ist die Küche. Na, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Die Thekla. Temps, nicht Temper. Es ist so klein bei mir alles. Sorry dafür. Und willkommen, wie gesagt, nochmal. Ja, wie gesagt, Illuminati, mit Söldnern habe ich auch noch nicht gespielt, also das ist für mich jetzt auch noch neu. Aber, naja, mal schauen. Ich werde hier erstmal alles durchgehen und dann mal schauen, wie weit wir sind. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Zumal ich es auch noch nicht kann. Schleichen und Schlösser knacken kann ich es auch nicht, also von daher. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen wir fast alle in Onas Haus. Kann ich nicht. 50. Gut, der ist schon wieder zu schlecht. Da habe ich bessere Waffen. Ja. Apple, Cheese. Danke für nichts. Okay, als Feuermagier durchspielen? Oh, nee. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich als Feuermagier durch die Gegend laufe. Da fehlt mir irgendwie das Stahl in der Hand. Außerdem, also mit Magie? Oh. Aber wie gesagt, ich werde erstmal hier kurz das Söldnerlager, also kurz ist übertrieben, aber mal kurz das Söldnerlager durchcampen, alle Quests erledigen und dann können wir uns dann nochmal unterhalten vielleicht. Aber eigentlich steht meine Entscheidung schon fest. Eigentlich finde ich Gothic 1 tatsächlich geiler als 2. Weil 1 war einfach was komplett Neues, was es vorher halt noch nie gab. Und bei Gothic 2 es ist zwar, also vor allem was die Welt und sowas betrifft, viel, viel größer und weiter. Aber einfach nur, es war halt, der erste Teil war einfach was komplett Neues, was mich komplett von Socken gehauen hat. Deswegen war der erste Teil halt immer noch der beste von der ganzen Reihe. 2 ist auch noch gut, unbestritten. Auch mit dem Add-on jetzt noch, also mit die Nacht des Rahmen. 3 ist dann, ich hab's mal angespielt, 3, aber da bin ich irgendwie nicht warm geworden mit. Na gut, und über alles, was danach kam, wollen wir nicht reden. Hey, das ist du. Ja nur noch Abkommen gewesen. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner.
Wir kennen uns. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Kort, wir kennen uns. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Ist Kort nicht auch aus dem ersten Teil? Der war da auch im alten Lager, im neuen Lager, oder? Verwechsel ich den gerade? Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Ja, das bin ich nicht. Dann will ich Söldner werden. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Naja. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Das heißt mit anderen Worten, du bist ein blutiger Anfänger. Jeder Söldner muss sich auf seine Kameraden verlassen können. Absolut. Unser aller Leben hängt davon ab. Solange du nicht vernünftig mit einer Waffe umgehen kannst, bist du hier falsch. Ich finde übrigens ganz lustig im Hintergrund, die Frau, die da an der Wand festpackt und nicht vorankommt. Ich glaube, sie sollte eine Etage weiter oben sein, aber egal. Ich glaube, die wird die ganze Nacht einfach durchlaufen. Hä? Woher weiß er denn, dass er dem Ring des Wassers... Ach so, stimmt, wir haben uns mit Laris drüber unterhalten. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Laris sagte mir, du könntest mir helfen, wenn ich dir sage, dass ich unter seinem Flügel wohne. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Ja. Also gut, was brauchst du? Alles. Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Ja, eine Waffe will ich nicht, Rüstung will ich... Ja doch, eigentlich eine Rüstung will ich nehmen. Eine Waffe will ich wirklich nicht. Ja. Also, das... Wir machen einfach mal du den könntest Söldner mir helfen, bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Das kann ja heiter werden. Gut, werd's versuchen. Was noch? Eine Rüstung. Mehr will ich nicht. Ich will deine Rüstung. Noch so ein Spruch. Und du kannst deine Zähne vom Boden aufsammeln. Kannst du nicht sagen, eine Rüstung? Es muss ja nicht unbedingt seine sein. Ja, nee, alles gut. Ja, hier, komm. Ich brauche eigentlich gar nichts. Ich komme schon alleine klar. Na gut. Wie du willst. Du hattest deine Chance. Und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt, dass du die Klappe nicht halten kannst. Und das sage ich nur einmal. Klar? Jo, ich denke, er hilft uns schon. Hilf mir, Söldner zu werden. Lass mal überlegen. An Torloff wirst du wohl vorbei müssen, wenn du hier was werden willst. Achso, jetzt kommt die Überprüfung. Warst du schon bei Torloff deswegen? Nein. Nicht wirklich. Dann mach das erstmal und komm später wieder her. Ich weiß noch nicht mehr, wer das ist. Oh, ich hab gedacht, der greift mich an. Ich hab wieder Schiss gehabt. Der Kort. Illuminate. Ja. Das ist eine sehr schöne Vorstellung, alle Verbrecher quasi in ein kleines Reservoir zu stecken und einfach mal zu gucken, was rauskommt. Hat ja eh geklappt, ne? Bis wir kamen. So, ach du Scheiße, hallo! Oh, verdammt, was ist los? Die Typen laufen die ganze Zeit hier rum und bei denen wacht er nicht auf. Bennett, hallo, Bäuerin. Okay, hallo, Bennett. Ich verkaufe keine Waffen, das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Khaled. Was für Waffen stellst du her? Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar schon welches dabei habe. Er wird wahrscheinlich eher Bauer sein als Söldner. Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Ja gut, ein Söldner ist aber auch nicht. Also er sieht zumindest nicht danach aus. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Wer ist denn dieser Torloff? Bring mir bei... Oh ja. Oh, noch besser. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Sehr schön. Das nehmen wir schon mal alles. Söldnergürtel. Was? Das finde ich immer noch sehr schade, dass man
nicht die Sachen anklicken kann, die man quasi trägt oder sich angucken kann zumindest. Nee, oder so ein Vergleichsding wäre auch cool. Weiß nicht, ob es irgendwelche Mods dafür gibt, wo das quasi mit drin ist. Ja, ich weiß nicht, was ich für einen Gürtel habe, deswegen... Also er sieht schon mal anders aus. Was macht er denn? Waffen, Pfeile, Söldnerrüstung. Bürgerkleidung und das dürfte die... Achso, Söldnerrüstung, ja. Brauche ich gar nicht überlegen, habe ich nicht. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Solange du keiner von uns bist, werde ich den Teufel tun, dir das Geheimnis der Erzwaffen zu verraten. Es gibt nur sehr wenige Schmiede, die es kennen. Und ich glaube, nicht mal die Schmiede in der Stadt kennen es. Und das ist auch gut so. Sonst rennen demnächst die versoffenen Stadtwachen alle mit Erzschwertern rum. Ey, lass Harald in Ruhe, das ist ganz cool. Gut, danke. Sie trotzdem nur alle hier rumstehen und auf mich gucken. Hallo. So, wer seid ihr denn? Bauer, Bauer. Mensch, das ist eine Riesenfamilie, die Bauerfamilie hier. So, alles klar, alles klar. Ich will überlegen, ob ich mich einfach mal hinlege jetzt. Was willst du? Ich habe da meine eigene Meinung. Diese Zwischendialoge einfach. So, wer sitzt denn hier rum? Bodo. Nicht verdient. Bodo glimmt. Ganz schön. Wie steht's? In der Stadt ist ein Bauernaufstand. Kann ich mich hier umsuchen? So, fangen wir an. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben. Aber jetzt ist Schluss damit. Oh, jetzt ist Schluss damit. In der Stadt ist von Bauernaufstand die Rede. Unsinn. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Aber Ona ist nicht mehr bereit zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Jetzt war der König hier überhaupt gar nicht auf der Insel, sondern der ist auf dem Festland. Naja. Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen. Aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Na, da werden die sich ja noch schöne freuen, wenn ich gleich wieder reinkomme. So. Das kann ja nicht. Sag das Zeiteisen. 27,5. Ah, ein paar Minuten haben wir noch. Wenn die Folge. Das sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Ja, obwohl das dauert 2 Sekunden erst schmieden. So, komm. Warten wir 3, ne? 1, 2. Das dauert ja zum Glück nicht so lange wie im ersten Teil. Denn man muss ja hier im Endeffekt nur... Waren es 2 Schritte oder 3? Gewöhnliche Waffe und ich hatte schon was Besseres, ne? Edles Schwert. Zack. Gewöhnliche Waffe. Edles Schwert. Zack. Und... Nummer 3. Zack. Habe ich noch weiteren Stahl? Nee, ne? Womit denn? Und dann muss ich... Was heißt? Womit denn? Ne, sind wir schon fertig, ne? War nur dieser 2er-Schritt in dem Teil. Edles, 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 ja. Sehr gut. So, dann haben wir wieder... Oh, ich will da eigentlich nicht rein, weil das ist dieser verrückte Silvio. Ich weiß nicht, ob der uns wirklich direkt aufs Maul haut. Moin! Alter, ist das unangenehm, wie einen einfach alle angucken, wenn man hier reinkommt. Hallo? Pumpe? Noch mehr Bauern. Bauer, Bauer, Söldner. Oh. Jarvis! Ja, jetzt gucken mich auch wirklich alle an. Außer der da hinten. Mit dem rede ich zuerst. Ach nein, das ist Silvio. Ne, mit dem rede ich doch nicht. Dann reden wir erst mit Jarvis. Hallo. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Echt? Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Jarvis? Boah, sagt mir jetzt nichts. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Mhm. Wie soll ich das machen? Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade 2 Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Oh, will ich das wissen? Wie kam es zu den 2 Fronten? Weißt du, was Lee plant, ist Silvio plant? Naja, komm.
Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Er schafft es doch eh nicht, Lee aufs Maul zu hauen. Ich glaube, Lee hat einfach zu viele Leute unter sich, aber egal. Ja, ich bin halt eine Augenweide, das stimmt. Weil ich wahrscheinlich auch der einzige Charakter in Gothic 2 bin, der lange Haare und einen Pferdespanz hat. Zwei sogar. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Ach, deswegen steht Laris da auch die ganze Zeit unten am Hafen und guckt, ob irgendwelche Schiffe ankommen oder ablegen. Ah, okay. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisende überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Ja, was soll ich jetzt machen? Achso, Raven hat auch einen? Echt? Ja gut, aber Raven hat nur einen. Ja. Wir haben ja zwei. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Boah, Silvio aufs Maul hauen? Boah, das schaffe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, hat er nicht da noch irgendwelche Typen neben sich sitzen? Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Okay. Ja. Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind 6 Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Fester, Sentenza, die haben wir schon. Raul ist der Typ, der davor stand. Ja gut, Bulko, der sitzt hier drinnen. Und Silvio, wer war der Vierte? Rott, keine Ahnung, wer Rott ist. Rott, ja. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du 3 von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Ja. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens... Ach so. Ja, alles klar. Also, einen haben wir. 3 brauchen wir. Ja, jetzt. Dann suchen wir uns die 2 Schwächsten noch raus. Hallo, Wolf. Dich kenne ich auch noch aus dem ersten Teil. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge, also beziehungsweise die Leute, die auf YouTube sind, in der nächsten Folge erfahren. Denn ich werde mich jetzt ins Bett legen und die Folge beenden. Also natürlich nur in-game. Und werde dann, nachdem wir wieder alle geweckt haben, hallo! Verdammt, was willst du? Nichts, will nur schlafen. Werden wir uns dann in einer neuen Folge dann darum kümmern. Ja. Den Rest des Söldnerlagers hier mal so ein bisschen näher kennenzulernen und noch vielleicht den einen oder anderen aufs Maul zu hauen. Weil ich momentan immer noch ein bisschen bezweifle, dass wir das schaffen, überhaupt noch jemanden aufs Maul zu hauen. Also Raul, der da draußen stand, der wird schon eng.
Sentenza kriegen wir nicht. Ja gut, Bulko sowieso nicht. Silvio, ja, das war instant tot. Ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Aber das wird das Problem für mich selber sein. Nämlich in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Und ja, dann schaltet auch wieder zur nächsten Folge hinein. Bei Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao und tschüss. Immer wieder das Gleiche.